Schleswig-Holstein. 11 Parteien treten zur Landtagswahl im Mai an. 2 Parteien schafften Antrittsvoraussetzungen nicht. Wie die Landeswahlleiterin am Freitag mitteilte, hat der Landeswahlausschuss die Landeslisten von 11 Parteien für die Landtagswahl am 6. Mai 2012 zugelassen. Dabei handelt es sich neben CDU, SPD, FDP, Grünen und Linken um die Listen des Südschleswigschen Wählerverbandes SSW, die Piratenpartei, den Freien Wählern, der NPD, der Familienpartei und der Maritimen Union Deutschland, MUD. Die Landesliste der Satirepartei, die Partei, wurde nicht zugelassen, weil ihr nicht die mindestens 1000 Unterstützungsunterschriften von Wahlberechtigten mit der Bescheinigung des Wahlrechts der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner beigefügt waren. Zudem war der Nachweis über die Aufstellung der Landesliste nicht ordnungsgemäß erbracht. Die Partei Die Freiheit wird ebenfalls nicht auf dem Stimmzettel stehen. Laut Landeswahlgesetz hätten mindestens 50 Mitglieder beim Landesparteitag anwesend sein müssen, um beschlussfähig zu sein. Diese Anforderung konnte die Partei jedoch nicht einhalten.